Herzog Markus befindet sich aktuell in Innsbruck und er ist so ein bisschen zum Nichtstun verdammt, denn um kriegerisch aktiv zu werden, bräuchte er Prestige und das ist etwas, das hat er aktuell überhaupt gar nicht. Und da wir gesagt haben, dass sich sein Wahnsinn aktuell so äußert, dass er sich ein wenig verfolgt fühlt, können wir eigentlich auch keine großen sozialen Anlässe starten oder an ihn teilnehmen, wenn irgendjemand einlädt. Aber das will ich natürlich nicht für alle Zeit so handhaben. Ich hatte gesagt, wenn wir jetzt nicht nochmal irgendeinen Hinweis bekommen, dass er sich immer noch verfolgt fühlt, dann werden wir da auch zumindest wieder ein wenig aktiv werden. Bedeutet, ein Jahr warten, wenn dann nicht groß irgendwas geschieht, dann werden wir zumindest mal eine Jagd veranstalten, ja? Weil wir müssen ja auch respektieren, dass er ein ehrgeiziger Charakter ist und auch wirklich etwas unternehmen möchte. Aber ich denke, dieses Verfolgtsein, das lässt ihn nicht ganz los. Und was macht man da als mächtiger Herzog? Man sorgt dafür, dass man gut beschützt ist. Wir besorgen uns auf jeden Fall noch einen Leibwächter. Den müssen wir jetzt noch bestimmen. Und ich möchte noch auf einen anderen Vorschlag eingehen, der in den Kommentaren erwähnt wurde. Wäre es denn für ihn nicht möglich, an Prestige zu kommen, indem wir uns eventuell in der Gegend umblicken und eventuell bei irgendwelchen Kriegen mitmischen, uns ja, Kriegen anschließen, diesen Beitritt erklären. Und das finde ich einen ganz hervorragenden Vorschlag, aber ich habe mich umgesehen und da ist eigentlich nichts wirklich Geeignetes mit dabei. Der König von Bayern führt gerade einen Krieg, aber das ist genau die Region, wo er gerade Krieg führt, die unser Herzog, naja, für etwas dubios hält. Aber das kann ich gleich nochmal im Spiel genauer zeigen. Und zwar, wenn wir hier einmal drauf blicken, wir haben ja hier den neuen König von Bayern. Und der befindet sich ja aktuell in einem Angriffskrieg. Und da sehen wir es, das ist die ungarische Eroberung der Grafschaft von Gyurgu. Oder so. Und letztendlich unterstützt der bayerische König hier den ungarischen König. Und der heißt hier übrigens König Bosidar, König der Schönheit und Vornehmheit. Okay, und Ungarn ist ja lange Zeit hier in Bayern eingefallen und da erinnern wir uns noch sehr gut dran. Das heißt, diese ganze Region ist uns nicht geheuer und auch, ja, dieses Bündnis hier, was besteht, das befürworten wir nicht wirklich. Von daher möchte ich jetzt hier eigentlich nicht wirklich Ungarn helfen, diesen Krieg in der Walachei zu gewinnen. Und das finde ich dann auch ein bisschen weit hergeholt, hier auszuhelfen. Es gibt hier dann noch so ein paar kleinere Konflikte in der Nähe, aber auch da bietet sich nichts wirklich an. Aber ich halte auf jeden Fall mal die Augen offen, denn diese Möglichkeit hatte ich nämlich gar nicht bedacht. So, jetzt schauen wir als allererstes einmal zu unseren Ämtern und zu den Leibwächtern. Und hier werden wir einen bestimmen müssen. Und wer ist denn hier am besten geeignet? Also Vlosdimir, er schlecht und auch Rutger, den wir ja erst kürzlich als Ratsmarschall entlassen hatten. Wir haben aber hier entweder Werner von Comburg, das ist dieser bekannte Dummkopf bei uns am Hofe. Der ist aber ein aufstrebender Schwertmeister. Er hat ein sehr hohes Kampfgeschick, muss man dazu sagen. Ja, gilt als zornig, aber auch geduldig. Und ich denke, Leibwächter könnte er durchaus ein guter sein. Gelinderte Krankheitssymptome. Okay, er wird also hier auch gerade behandelt bezüglich seiner Gicht. Das ist natürlich etwas, das ist nicht besonders toll. Könnte natürlich wieder verschwinden, aber er ist halt auch 51, ja. So, dann haben wir hier noch Witislav. Oder Witzlaff, so rum. Und er ist ungeduldig, ehrlich und aber auch sadistisch. 12er Kampfgeschick. Und ja, ich finde das hier fast besser. Also er ist halt gerade hier Gicht geplagt. Ich weiß nicht, das macht sich ja auch bemerkbar. Und dann würden wir hier wahrscheinlich ihn wählen. Hier steht zwar unvernünftig und Schurke, aber hier missgünstig und getriebener. Klingt alles nicht so gut. Wir wählen aber hier Witzlaff aus. Der ist ja eigentlich ganz okay dafür geeignet. So, und da fühlen wir uns gleich schon mal ein wenig sicherer.
Und dann haben wir ja hier sowieso noch relativ viel Gold. Ich lasse mal die Zeit hier laufen. Und unsere letzte Investition in Innsbruck war ja hier, na, schauen wir nochmal drauf, diese einfachen Steinbrüche hier, die für mehr Einnahmen sorgen und eine geringere Gebäudebauzeit bedingen in Zukunft. So, und jetzt wurde hier aber eine Fraktion gegen uns geschaffen. Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, nochmal was zu diesen Investitionen. Also, das finde ich hier ganz passend. Ich möchte aber in Zukunft unsere Möglichkeiten hier ausbauen, Konflikte zu führen. Ich meine, er ist halt ehrgeizig und hat ja eigentlich noch einiges vor. Demnach, da wir hier ja beim Militär unser Kriegsvolk nicht weiter ausbauen können, müssen wir das Ganze ja irgendwie über Aufgebote machen. Und das bedeutet, dass wir in unseren Domänen hier, schauen wir einfach mal in Burgau zum Beispiel nach, na, da ist schon alles vergeben, hier haben wir aber die Jagdhütten, da gibt es zum Beispiel mehr Aufgebote, ja, plus 50, wenn wir das jetzt hier noch weiter ausbauen, kommen nochmal 75 hinzu, aber irgendwo haben wir vielleicht auch, wir können ja mal schauen, na, das sind wieder diese Militärakademien. Ich glaube, da ist eventuell auch sowas mit dabei. Aber ich wollte hier eigentlich kein Fürstengebäude auswählen. Wir gucken mal, ob wir irgendwie noch wo was anderes errichten können. Aber in Kempten haben wir ja auch nur diese Gehöfte, ne? Und diese Kernburgen können wir halt hier nicht weiter ausbauen. Da brauchen wir noch weitere Innovationen. Also leider ist das Einzige, was wir uns hier noch groß leisten können, diese Bluthundzwinger. Die würden halt auch für mehr Aufgebote sorgen, aber jetzt nicht merklich. Ist ein bisschen schade. Ich dachte, wir können vielleicht nochmal Kasernen oder sowas errichten. Ist hier halt leider nicht möglich. Na gut, dann müssen wir davon ablassen. Jetzt schauen wir aber erstmal zu dieser Fraktion. Ja, und das ist doch hier dieser unfruchtbare junge Graf. Sag mal, haben wir dem hier nicht eigentlich... nee, dem haben wir hier das Amt verwehrt. Da haben wir hier halt einen wesentlich talentierteren Mann gefunden. Ja, und das nimmt er uns hier anscheinend übel. Ja, müssen wir uns hier irgendwie vor ihm fürchten. 251 Mann befehlt er. Und er ist durchaus begabt, was die Kriegsführung angeht. Diplomatie hat einen Wert von 0. Und ja, er stammt halt hier aus unserer Dynastie. Und er ist halt hier der Nachfolger von Graf Dietpold dem Ersten. Und vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Der hat durchaus immer mal Ärger gemacht hier im Herzogtum. Und hatte selbst aber auch große Ambitionen. Er konnte aber nie irgendwas groß erreichen. Ja. Und ich denke, da müssen wir uns nicht fürchten. Wir sollten aber auf jeden Fall Ausschau halten, wie sich das hier entwickelt. Ob sich da noch irgendjemand anschließt. Ich denke, er wird hier isoliert sein. Und ich glaube auch nicht, dass wir ihn hier irgendwie züchtigen müssen oder sowas in der Art. Der wird wahrscheinlich hier bald davon absehen, von seinem Vorhaben. So, jetzt hat unsere Kultur hier eine wichtige Entdeckung gemacht. Dann schauen wir da doch mal rein. Amillosphäre. Okay, Innovation vom Frühmittelalter. Da müssen wir schauen, ob das hier überhaupt eine Innovation des Frühmittelalters ist. Oder ob das hier noch zur Stammesepoche gehört. Und ich glaube, dass das Ganze hier noch zur Stammesepoche gehört. Hier haben wir die ganzen Motten und so weiter. Nee, dem scheint aber nicht so zu sein. Das heißt, ich habe das hier wahrscheinlich sogar übersehen. Wir gucken hier mal weiter. Wäre sowieso interessant, wer hier das Kulturoberhaupt ist. Aktuell Herzog Wolfgang der Gütige von Nordgau, auch sehr interessant. Und ob es hier irgendwas gibt, wo wir schon ein bisschen weiter sind. So, aber habt ihr das jetzt gesehen? Ich übersehe ja gerne mal was, aber hier sehe ich überhaupt nichts in der Richtung. Oder hier haben wir es, Amillosphäre. Schauen wir doch einfach mal, was das hier überhaupt ist. Flottentempo plus 25%. Ja gut, das bringt uns jetzt nicht allzu viel. Und diese Geräte, die aus einem kugelförmigen Rahmenwerk aus beweglichen Ringen bestehen, gestatten es uns, die Bewegung am Firmament aufzuzeichnen und vorherzusagen. Okay. Ja, wer weiß. Vielleicht irgendwann einmal, dass wir das auch nutzen. Und jetzt werden wir einfach hier mal die Zeit ein bisschen laufen lassen. Müssen so ein bisschen uns merken, den nächsten Sommer machen wir uns dann vielleicht mal auf zu einer Jagd.
Die Frage ist, wie viel Prestige bringt das dann überhaupt? Hängt natürlich auch davon ab, wie erfolgreich wir dann da sind, ne? Können wir ja mal sehen. Mit einem 10er Kampfgeschick, dieser Wert zählt ja da auch immer ein bisschen rein. Wenn wir mal sehen, ob er ein begabter Jäger ist oder nicht. Hier unterhalten wir uns immer noch mit unserem Bischof. Ja, der sollte uns nach Möglichkeit natürlich irgendwann mal hier billigen. Dann haben wir halt auch nochmal mehr Aufgebote, mehr Gold. So, und jetzt kommen wir hier noch zu unverhofftem Reichtum. Und der Sohn erlernt hier noch eine weitere Sprache, Hochdeutsch. Der spricht jetzt hier schon mehrere, ne? Ja, vulgär Italienisch, vulgär Deutsch und Hochdeutsch. Drei Sprachen, meine Güte. Ja, und um weitere Partien für unsere Kinder müssen wir uns ja auch nochmal kümmern, oder? Schauen wir auch gleich nochmal rein. So, es wurde eine Fraktion gegen den König geschaffen. Und zwar Herzog Baldomar hat eine Freiheitsfraktion geschaffen. Okay. Ist der irgendwie groß mächtig? Sieht nicht so aus. Und viele diplomatische Beziehungen. Naja, ein paar hält er hier mit Prinz Heribert, dem Fetten von Bayern. 733. Was ist hier? Graf von München, 494. Okay. Ja, aber ich denke nicht, dass wir uns da groß anschließen würden. So aufbegehrend sind wir jetzt gerade auch nicht. Können wir da schauen. Die Fraktion der Unabhängigkeit möchte lediglich die Lehnsautorität reduzieren. Na gut, da will ich mich jetzt aber auch nicht irgendeiner Fraktion anschließen. So, und aber hier. Unser Sohn hat dafür gesorgt, dass wir zusätzliche Steuern erhalten haben. 80 Gold, sehr lobenswert. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ihn da einzusetzen, so wie es aussieht. Ja, unsere Kinder. Jetzt können wir mal schauen. Also, Graf Wernher ist ja liiert, Gundbert von Kempten auch. Aber Raniero Johannes nicht und Bertha von Kempten auch nicht. 7 Jahre alt. Wir könnten jetzt mal schauen, ob da jemand denn zur Verfügung steht. Wir gehen schon mal nach Bündnismacht. Und ich hatte ja gesagt, so ein bisschen Abneigung unseres Herzogs gegen die östlichen Gebiete. Das heißt, ich würde hier nicht nach Polen blicken, aber eventuell hier ein internes Bündnis. Moment, aber sind wir mit Passau nicht schon verbündet? Ja, das sind wir halt schon. Wen haben wir denn dann noch hier? Okzitanisches Bündnis wäre eventuell hier eine Möglichkeit. Die Grafschaft der Provence. Okay, auch ein mächtiger Verbündeter. Die befinden sich auch hier nicht groß in dem Krieg. Moment mal, aber mit denen sind wir auch schon verbündet, oder? Ja, auch schon. Meine Güte. Die Großstadt käme dann. Und dann haben wir hier noch eine Grafschaft von Speyer. Ich meine, die Großstadt hat hier noch mehr Truppen. Nee, es stimmt doch gar nicht. Aber das hier auch so ein 66-Jähriger. Ja, das passt hier alles nicht so toll. Dann haben wir ja noch die Grafschaft von Rothenburg. Okay. Mit Prinz Heribert dem Fetten. Okay, da schließt sich also der Kreis. Mit dem könnten wir uns hier verbinden. Oh, mit dem würden wir uns hier wahrscheinlich auch gut verstehen. Das ist auch so ein Trunkenbold. Und wen haben wir denn hier? Ruprecht Karlingbaden. Auf jeden Fall schon mal eine sagenumwobene Dynastie. Und der Knabe ist auch schlau. Dann würden wir doch mal versuchen, hier dieses Bündnis einzugehen, oder? Ich sehe jetzt zumindest keinen Grund, das nicht zu versuchen. Finde ich eigentlich ganz nett. Ich hoffe nur, dass er uns hier in keinen großen Konflikt reinzieht. Wenn wir mal den Vorschlag hier abschicken. Und der nächste Punkt, den wir machen können. Ah, wir hätten auch das hier mit so einer Hochzeit machen können. Ne? So eine Prachthochzeit oder sowas in der Art. Lass uns da mal reinschauen. Diese Aktivitäten gibt es ja auch. Und da gibt es dann halt auch Prestige. Ein Turnier beispielsweise könnten wir sogar selbst veranstalten oder hier so eine Reise. Ihr müsst mindestens 3 Vasallen haben oder hier eine Hochzeit. Okay, aber das ist halt doch unglaublich teuer, ja. Hier für dieses Prestige so viel Gold auszugeben und dann auch einfach so für, ja, nicht mal einen Erstgeborenen oder sowas, unseren Erben, das finde ich ein bisschen unpassend hier als Herzog. Okay, also das schicken wir einmal ab. Und dann gucken wir aber noch, ob hier noch jemand Gutes dabei ist für unseren Bastardsohn. Und auch hier gucken wir mal nach Bündnismacht. Da haben wir hier wieder die Baronie von Steyr. Ja, das ist alles nicht so toll.
Und natürlich nehmen jetzt immer weniger Leute an, weil wir schon so viele Bündnisse haben. Wir lassen einfach mal ein bisschen Zeit vergehen. Eventuell ergibt sich ja da noch was. Das hat mich jetzt alles nicht so wirklich angelacht. Ja, und der Fette meldet sich. Allzu gern nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Wunderbar, ausgezeichnet. Ja, und jetzt müssen wir natürlich hier immer noch die Kontrolle erhöhen. Sollte durch unseren fähigen Bohemond auf jeden Fall flotter vonstatten gehen. 16 Monate, die ganze Geschichte. Und dann werden wir mal sehen, wo das hier letztendlich endet. Mit den Einnahmen. Ich denke, wir können auch sogar mal hier das Ganze ein wenig beschleunigen. So, und es wurde nochmal eine Fraktion geschaffen gegen den König. Der hat es hier nicht allzu leicht. Und zwar Prinz Ferrand hat eine Fraktion. Die Prinz Ferrand, also er möchte sich selber letztendlich auf den bayerischen Thron bringen. Okay, und er ist aktuell hier der Herzog von Bayern, von Österreich, so rum. Und befehligt hier knapp 1200 Mann. Ist auch hier der Sohn von König Blasi, okay, und der Bruder hier von dem aktuellen König, okay. Und hat er der mächtige Verbündete, Graf Philipp der Einäugige von Klingenberg, okay, der kann überhaupt gar keine Truppen aufbieten. Und dann haben wir hier noch, ja, den König der Schönheit und Vornehmheit, nämlich den ungarischen König. Und die könnten ja Königsmacher sein, andererseits ist das Königreich hier natürlich auch mit ihm verbündet eigentlich, oder nicht? Bei Diplomatie steht es aber gar nicht drin. Er ist hier einfach nur mit beteiligt in diesem Krieg. Warum hat er sich dann hier überhaupt angeschlossen? Das ist die große Frage. Interessant. Wir beobachten mal. Weil theoretisch sind wir natürlich, wenn wir hier mal zum Rat des Lehnsherrn gucken, des Königs Ratsmarschall, ja. Dass wir hier bei diesem Konflikt gar nicht dabei sind, ist natürlich auch so eine Sache. Aber das scheint den König aktuell nicht groß zu stören. Der möchte uns ja auch gar nicht dabei haben. Der hat ja auch nur widerwillig uns da zum Ratsmarschall ernannt. Traut uns wahrscheinlich gar nicht so richtig. Wollte wahrscheinlich nur dafür sorgen, dass wir ihn nicht irgendwie hintergehen, indem er uns da einen, ja, doch ansehnlichen Posten vermacht. So, und jetzt kommen wir hier wieder zu unserem Bischof. Das sollte hier natürlich nach Möglichkeit klappen. Mein Fürst, mein Bischof Ludpold hat alle Gespräche mit euch abgebrochen. Wieso das denn? Offenbar hat mein plötzliches Interesse und die vielen Briefe als Zeichen ruchloser Pläne interpretiert und ist offenbar der Meinung, dass ich ein Komplott gegen ihn aushecke. Ich wollte doch nur einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Und er wird jetzt hier auf jeden Fall wachsamer und skeptisch. Haben wir hier immer noch bei ihm diesen Malus eigentlich, dass wir erst kurz an der Macht sind, weil so kurz ist das ja nicht. Nee. Und Hofannehmlichkeiten Einstellung ungültig. Ansehnliche Mode ist ungültig geworden und wurde durch Mode des letzten... Was ist denn hier los? Der König von Ungarn... Fade Verpflegung ersetzt. Da bekommen wir jetzt hier eine Nachricht, wenn der ungarische König seine Verpflegung hier ändert, oder wie? Okay. Interessant. Und das kommt jetzt hier für alle rein. Na gut. Ich wusste gar nicht, dass man da benachrichtigt wird. Und das scheint hier nicht so gut zu laufen in diesem Konflikt, ne? Das ging jetzt hier wieder zurück. Ja, Tatsache. So, jetzt lassen wir aber hier bisschen die Zeit weiterlaufen. Jetzt haben wir schon Februar. Und was auch noch dafür spricht, dass der Herzog hier ein bisschen aktiver wieder wird und sich vielleicht nicht so verfolgt wird, ist, wenn hier die Kontrolle natürlich wieder hergestellt ist im Herzogtum. Okay, das sagt ja eigentlich nur aus, wie die Kontrolle in Augsburg ist. Wir müssen uns dann natürlich auch noch ein schönes Plätzchen raussuchen, wo wir dann diese Jagd veranstalten. Und wir gucken nochmal hier oben rein. Da haben wir eigentlich aktuell alles erledigt. Diese Meldungen im Hintergrund waren sowas wie zum Beispiel, dass wir ja noch verschiedene Ansprüche erhalten konnten durch den Papst. Aber das hatten wir in der letzten Folge ja bereits
erzählt bzw. diskutiert. Okay, sollen wir jetzt noch hier warten, bis das abgeschlossen ist mit der Kontrolle? Das passt eigentlich ganz gut, hätte ich gesagt. Dauert hier jetzt aber noch 6 Monate, ein halbes Jahr. Wir können vielleicht mal drauf blicken, wie das hier generell aussieht. Gemeindekontrolle. Ja, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich denke, da müssen wir jetzt gar nicht groß weiter warten und müssen dann nicht unbedingt eine Jagd im Winter veranstalten. Okay, dann gehen wir mal hier zu den Aktivitäten. Wählen hier die Jagd aus. Und werden dann einmal hier... Oh, wir haben auch keinen Erzjägermeister angestellt. Das heißt, da könnten wir natürlich auch noch jemanden holen. Andererseits waren wir ja bisher auch nicht so besonders begeistert. Begeisterter Jäger. Ich weiß nicht, ob wir da noch auf die Schnelle jemanden holen möchten. Gucken wir mal, was das denn überhaupt bringt. Also hier theoretisch Hofpracht. Wir haben ja noch keinen Hof, aber er hilft uns hier ein bisschen bei der Jagd. Und dann gibt es öfter Sichtungen und so weiter. Kostet auch nicht viel. Naja, gut, können wir jetzt wahrscheinlich trotzdem mal einstellen hier als wohlhabender Herzog, oder? Wer wäre denn hier geeignet? Unser Leibwächter? Okay, der käme dann halt sowieso immer mit uns, ja. Mhm. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann werden wir ihn da mal einsetzen. Und dann kann er hoffentlich hier unsere Erfolgschance erhöhen. Dann gehen wir hier wieder auf die Jagd und werden die jetzt hier veranstalten. Schauen wir mal. Entweder eine Jagd oder Falknerei. Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier die ganz reguläre Jagd und können hier das Gebiet aussuchen. Können das hier direkt in unserer Nähe machen. Hier gibt es eine hohe Entwicklung. Berge sind aber ein Bonus. Hohe Entwicklung, Berge und kein Besitztum. Und hier haben wir kein Besitztum. Hier müssten wir dann aber gar nicht so lange hinreisen. Ne? Finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, machen wir das doch einfach mal. Direkt in der Nähe. Und hier haben wir noch unsere Karawanenführerin. Es besteht eigentlich so gut wie gar keine Gefahr. Und ich denke, hier können wir noch das Ganze auswählen. Soll das der Erholung dienen? Oder wollen wir einfach eine gute Jagd haben und eine Bestie erlegen? Theoretisch, Erholung brauchen wir ja auch. Wir sind durchaus gestresst, ne? Das heißt, ich würde das hier auf Erholung wahrscheinlich lassen. Ja. Okay. Und hier können wir noch Besuchtrupps einstellen. Das Ganze könnte hier noch teurer werden. Wie viel kostet das denn hier? Das lassen wir, denke ich, auf Standard. Und auch hier, mit welcher Gruppengröße wir rausgehen, eine überschaubare Gruppe wäre das entweder. Oder landlose Ritter und faul oder kriegerisch geneigte Höflinge und Gäste schließen sich auch an. Bin ich mir nicht so sicher, ob die sich hier noch mit anschließen sollten oder viel mehr Prestige bei Abschluss. Alle Höflinge und Gäste schließen sich an. Nee, das möchte ich nicht. Dann nehmen wir auch die gesunde Mitte. So, und dann werden wir hier die Jagd beginnen. 107 Gold wird das Ganze kosten. So, und Bergsteiger war noch mit drin. Na gut, das schadet hier wahrscheinlich sowieso nicht. Schließlich haben wir ja bergiges Gebiet. Okay, ich richte ein großes Ereignis, die Jagd in Hohenschwangau aus und es ist Zeit für unsere Abreise. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich ruhmreich nach Hause zurückkehren werde. Es stimmt schon, es gibt nichts Besseres als eine gute altmodische Jagd. Ja, und das wird mir gut tun. Bisschen Anspannung abbauen und endlich geht's hier mal wieder vor die Tür. Ich kann es kaum erwarten, aber durch seinen Wahnsinn. Wer weiß, wie sich das hier bei der Jagd äußern wird. Was wir da mit ihm erleben werden. Ich mag es mir kaum ausmalen. So, während wir auf die Ankunft der übrigen Gäste warten, können meine Diener mit den Vorbereitungen beginnen. Die Wildhüter suchen jeden Tag die Ländereien nach Anzeichen von Beute ab und errichten ein Lager in der Nähe der Jagdreviere. Ich habe meine Ausrüstung und mein Pferd viele Male überprüft. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Ja, bald. Und da haben wir alle hier, die mit dabei sind. Was ist das denn hier für einer? Wir können mal kurz pausieren. Hier läuft nämlich die Zeit weiter. Bürgermeister Jakob von Kaufbeuren. Der hat ja doch eben hier noch die Schuppenflechte, oder nicht? Der hat er jetzt eben verloren. Dann haben wir hier unseren Leibwächter und Erzjägermeister. Wichtiger Mann hier mittlerweile. Dann haben wir hier noch Werner von Komburg und Bohemond, unseren Ratsmarschall und Hoftutor. Ja.
werden wir hier doch was erlegen können, oder etwa nicht? Also wie viel wir uns hier erholen. Ja, und es vergeht Zeit, aber so wirklich was gefunden haben wir aktuell noch nicht. Jetzt in einem Tag wäre wieder die Chance, ne? Dass da irgendwas geschieht. Aber es passiert einfach nichts. Und 53 Tage hier, bis die Jagd insgesamt vorbei ist. Das heißt, da kann jetzt auch einfach überhaupt nichts geschehen, so wie es aussieht. Jetzt ist aber irgendetwas passiert. Also, Vizlav, der Jägermeister von euch, trommelt die Gesellschaft zusammen. Oh, hat er was entdeckt? Als das Licht über dem Lager im Gelände unweit von Hohen Schwangau aufgeht. Die örtlichen Wildhüter haben die nähere Umgebung und nach Fährten und Losungen durchkämmt. Man trägt mir zu, es gebe keinerlei Anzeichen für eine Hirsch- oder Wiesentherde in der Gegend. Doch der Boden hier ist gut geeignet für eine Jagd auf eine bestimmte Sorte von Beute. Nämlich Füchse. Ah, so ein Fuchspelz. Vizlav zuckt mit den Schultern. Das macht nichts. Auch eine solche Beute kann eine tolle Jagd liefern, wenn sie nur listig ist. Schaffen wir uns da raus? Könnten wir sagen, die Gefahr ist mild und Prestige aber nur trivial. Oder ich möchte etwas mit Elan jagen. Wir suchen uns einen Wolf. Das Ganze wird dann natürlich etwas schwieriger. Oder ich wollte eigentlich nur eine ganz bestimmte Tierart haben, nämlich ein Hirsch. Ja, und dann wäre hier die Wahrscheinlichkeit stark verringert. Er ist natürlich ehrgeizig, er ist aber auch wahnsinnig. Und ich denke, das können wir hier mal gut auswürfeln, da wir seine Präferenz nicht wirklich kennen. Ja? Der Ehrgeiz würde jetzt eigentlich nicht für den Fuchs sprechen unbedingt, aber er war ja jetzt schon lange nicht mehr draußen. Ist ja sowieso jetzt alles ein bisschen neu für ihn. So, ich würfel eine 4. Hier auch die goldene Mitte. Er sucht einen Wolf. Schauen wir doch mal. Nicht, dass wir jetzt noch angefallen werden von irgendwelchen Wölfen. So, Bohemond macht Bürgermeister Jakob ein Kompliment. Tja, die scheinen sich ja alle zu verstehen. Oh, und ist hier Graf Dietpold auch mit dabei? Der wird dann ja wohl hoffentlich hier seine Fraktion fallen lassen. Meine Gruppe und ich pirschen durch ein Wäldchen die Augen auf jedes Anzeichen eines Tiers, nämlich diesem Wolf, gerichtet. Aus dem Blätterdach über uns ertönt ein leises Zwitschern, das immer lauter wird, je weiter wir vorankommen. Es ist ein Nestling, der nach seiner Mutter schreit. Ein flinker Jäger holt ein flauschiges Raubvogelküken, das noch nicht flügge ist, vom Baum. Was für ein Glück. Nur wild gefangene Küken können ordentlich für die Jagd abgerichtet werden. Oh, bekommen wir jetzt hier irgendeinen Vogel? Lasst es uns zu meinem Gehege zurückbringen, dann erhalten wir für 5 Jahre hier einen Jagdgreifvogel. Mehr Prestige, das würde uns ja hervorragend hier was bringen. Und die Meinung der Vasallen geht auch noch hoch. Oder hier Dietpold ein Geschenk. Nö, also das würden wir auf keinen Fall machen. Oder legt es wieder zurück. Das würden wir auch nicht sagen. Ja, das ist doch hervorragend hier schon mal. Leider gilt das nur für 5 Jahre. Aber es gilt hier ab sofort. Guck mal, und jetzt plus 1,8 hier. Ja. Mein Vasall Jakob hockt am Boden sumpfröhlich und pflückt Rittersporne. Er scheint jedes Interesse an der Jagd verloren zu haben. Herzog, was für eine Überfülle der Natur. Seht euch diese Pflanzen an, der Reichtum der Erde ist wahrlich grenzenlos. Wir wissen solche einfachen Gaben einfach nicht hoch genug zu schätzen. Der soll ja eigentlich mal weiterjagen. Was macht er denn? Ich meine, wir haben doch hier die Jagd veranstaltet. Das ist aber auch dieser Wahnsinnige hier. Er gilt aber auch als Gärtner. Das heißt, wir wissen um seine Präferenz für Pflanzen und so weiter. Natürlich die Frage, faszinierend, was ist das für eine Blume? Und wir würden aber hier Anspannung erhalten aufgrund unseres Ehrgeizes, weil wir hier durchaus vorankommen wollen. Ja, Hexerei? Queta könnte diese Kräuter gebrauchen. Ich denke nicht, dass wir da großes Interesse dran haben. Aber das hier könnte auch ein Zeichen des Wahnsinns sein, oder? Dass wir ihn hier vielleicht irgendwie dessen verdächtigen. Wisst ihr was, das würfeln wir einfach mal aus. Ich würde sagen, zwischen der ersten und der letzten Möglichkeit, wenn wir mal sehen, ob er ihn hier verdächtigt bezüglich der Hexerei. Und ich würfel eine 2. Nein, er möchte einfach weiter jagen. Also steigt wieder auf euer Pferd. Und eine leichte Erhöhung der Jäger-Eigenschaftserfahrung. Wir bekommen gleich Prestige. Sehr schön, 35 sogar. Und die Erfolgschance ist erhöht. Der Bürgermeister mag das natürlich nicht allzu sehr, dass wir ihn da von den Blümlein
wegscheuchen, aber dem ist nun mal so. Wir jagen hier einen Wolf und keine Pflanzen. Bisher recht erfolgreich, ja. Wir haben hier noch nichts gefangen, aber ich meine, erinnert euch dran, was wir eigentlich hier erreichen wollten. Und wir haben schon ordentlich Prestige gut gemacht. Mein Ritter Werner gibt ein Signal. Die ganze Gruppe Wölfe hockt in einer Niederung nicht weit entfernt. Die Biester springen auf, als wir uns annähern, schlagen heulend Alarm und ziehen sich in die Büsche zurück, wobei sie uns mit ihren von der Natur gegebenen Waffen, den Reißzähnen, drohen. Wir jagen dem fliehenden silbernen Getier hinterher und konzentrieren uns dabei auf das größte Exemplar der Gruppe. Jetzt beginnt die eigentliche Verfolgungsjagd. Ja, ich würde sagen, eigentlich sofort hinterher. Oder Obacht, vergesst nicht die Gefahren. Die Schlucht, nö, da sind wir wieder ehrgeizig, wollen schnell hinterher oder hier lang. Wir schneiden ihm den Weg ab. Okay, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Beides hier. Oder diese Vorgehensweise ist gefährlicher. Ja, ich habe jetzt so spontan gleich am Anfang gesagt, ja, jetzt mal endlich hinterher. Hat ja auch die vorige Möglichkeit so ein bisschen ergeben. Von daher würde ich sagen, nehmen wir das hier. Und wir bekommen auch hier 75 Prestige sofort. Das ist natürlich hervorragend. Jetzt hat ihn halt auch hier der Ehrgeiz gefasst, ne? Er möchte jetzt diese Wölfe erlegen. Meine Sicht auf die Welt verengt sich auf die Natur um uns herum, als wir den Hunden auf der Fährte der fliehenden Wölfe durch das unwegsame Gelände folgen. Meine gesamte Aufmerksamkeit gilt allein der Fährte und ich höre nur noch das Donnern der Hufe, das Bellen der Hunde, die Rufe der Männer. Erregung durchfährt mich, als wir langsam Boden auf unsere Beute gut machen. So dicht dann, gleich hab ich dich. Na mal sehen. In der Vergangenheit, ja jetzt nicht mit ihm, waren wir bei Jagden ja immer nicht sonderlich erfolgreich. Oh Gott, denn das sieht auch nicht wirklich nach einem Erfolg aus. Wir können kaum mit dem verfluchten Vieh mithalten, als es wild, hakenschlagend und heulend davonprescht. Das Tier erklimmt einen Abhang, verschwindet in einem Dickicht und ist ebenso schnell wieder fort, wie es aufgetaucht war. Und alles, was wir vorzuheißen haben, sind hechelnde Hunde und abgekämpfte Pferde. Oh nein, es ist weg. Und die Jagd schlägt tatsächlich hier fehl. Wir hatten hier knapp 50% Chance. Und jetzt endet hier auch die Jagd. Und wir waren so lange auf der Jagd, dass hier sogar die Steinbrüche schon fertiggestellt wurden. Und die Ärztin hat ihr Wissen hier noch erweitert. Schön. Alles, das schief gehen konnte, ging gefühlt auch schief. Doch es gab auch Silberstreifen am Horizont. Werner versammelt die enttäuschte Jagdgesellschaft und die erschöpften Hunde für die Heimreise. Lassen wir dieses Abenteuer fürs Erste hinter uns. 53 Anspannung haben wir abgebaut. Wir erhalten die Eigenschaft Jäger. Das ist eigentlich auch nochmal Prestige. Nein. Aber mehr Kampfgeschick. Erhöhten Anspannungsverlust. Okay. Und die Jäger untereinander verstehen sich halt sehr gut. Ja. Und jetzt natürlich noch eine Menge Prestige. Sodass wir hier tatsächlich im Plus sind. Das heißt, trotz dass wir hier nichts gefangen haben, haben wir eigentlich das Ziel erreicht. Und dementsprechend können wir dann auch aktiv werden. Das aber dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin.